Hi, ich bin der Sascha. Ich habe heute den Carsten mitgebracht. Servus. Wir sprechen heute über die Antriebspflege beim Fahrrad. Ja. Man hört sehr viel darüber und es sind auch viele Mythen dabei. Man weiß nicht genau, welche Schmiermittel verwende ich und und. Du hast bestimmt noch viele Tricks und Kniffe, die du mir heute beibringen kannst. Ich hoffe. Und was muss ich bei der Pflege des Antriebs beachten? Also Punkt 1 bei der Pflege, wo ich anfangen würde, ist Kette ölen. Für trockenes Wetter also dünnflüssigere Öle, für nasses Wetter dickflüssigere Öle. Was wichtig ist, die Kette richtig zu ölen. Viele Leute halten das Öl mal oben drauf, sprühen die Kette ein. Beim Sprühen wäre ich extrem vorsichtig. Gerade hier, wenn du so eine Sprühdose hast, bist du schnell dabei und es kommt Öl auf die Bremsscheibe drauf. Bremsbeläge. Da soll es natürlich nicht hin. Nicht gut. Ja. Von daher wäre ich immer für Öl. Wie öle ich eine Kette richtig? Die Außenseite deiner Kette hat relativ wenig Kontakt mit dem Zahnkranz. Eine neue Kette kann ich auch ölen. Viele Leute denken mal, die neuen Ketten sind super geölt und so. Das ist aber eher so eine Art Versiegelung für den Transport und die Lagerung. Mhm. Am Anfang läuft es super, ist kein Muss, kann ich aber machen. Wenn ich eine Kette öle, dann bitte so, dass ich die Innenseite öle, wie hier. Ja. Einfach von oben drauf. Weil das ist die Seite, die Kontakt mit meiner Kassette hat. Was noch? Kette putzen. Auf keinen Fall ein sogenanntes Kettenreinigungsgerät verwenden, weil du willst eine Kette oberflächlich säubern. Du willst nicht das Fett, was zwischen den Bolzen, zwischen den Laschen ist, komplett rauswaschen, weil damit ruinierst du die Kette. Von daher, will ich eine Kette reinigen, nehme ich mir einen Lappen, es gibt sogenannten Degreaser, also einen Fetter, sprühe ich auf den Lappen drauf und ziehe einfach die Kette durch den Lappen so durch. Das reicht vollkommen aus, um die Kette zu säubern. Mhm. Ja, weil wie gesagt, das Fett und das Öl, was zwischen den Laschen ist, das wollen wir behalten. Das soll drin bleiben. Ist es problematisch, wenn ich da noch Dreckkörner oder Staub halt gerade in den Laschen noch drin habe? Du könntest die Kette mit einer Art Bürste ausbürsten. Ja. Ja, aber wie gesagt, nicht mit irgendwelchen Entfettern das Ding komplett entfetten. Okay. Damit ruinierst du die Kette komplett. Ja. Wenn es mal was knackt, kann durchaus sein, dass zum Beispiel die Kassette nicht wirklich fest ist. Die Kassette hat ein vorgeschriebenes Drehmoment von 40 Newtonmetern. Das sollte man einhalten. Mhm. Damit die Kassette wirklich fest auf dem XD-Driver sitzt. Und jede Kassette hat innen drin, wir nennen das Locktube. Das ist dieses Röhrchen in der Kassette drin, was quasi verschraubt wird. Ja. Ist es nicht richtig festgezogen, kann dieses Tube ein bisschen wackeln. Es verursacht Knarzen. Von daher, Kassette immer 40 Newtonmeter festballern. Mhm. Extrem wichtig bei, gerade bei den ganzen Eagle-Antrieben, auch 1x12-Antrieben, Schaltzüge und Endkappen. Warum? Ich meine, du hast pro Schaltvorgang ganz grob zwischen 3 und 4 mm Kabel, die weggezogen werden, von vorne bis hinten. Ich habe hier mal ein schlechtes Beispiel mitgebracht. Ist der Schaltzug zum Beispiel schräg abgeschnitten, ja, und du gibst Druck auf deinen Bautenzug, verwindet sich erstmal die Hülle. Ja, die verwindet sich oben, die verwindet sich unten, und dann kommen hier unten einfach keine 4 mm mehr an. Ja. Und schon rasselt meine Schaltung. Ja. Von daher, darauf achten, dass eure Schaltaußenhülle immer schön gerade abgeschnitten ist, dass keine Drähte rausgucken und wenn möglich, es gibt so tolle Aluminium-Endkappen, ja, auch von der Firma SRAM, Aluminium-Endkappen verwenden. Ja. Da arbeiten sich die Drähte von der Schaltaußenhülle einfach nicht rein. Das hilft auch lange. Wie sieht es mit dem Schaltwerk aus? Welche Pflege kommt da in Frage? Ähnlich, einfach sauber halten mit Fahrradreiniger. Hier sind Gleitbuchsen drin, die aus Plastik sind, auch hier. Keine aggressiven Mittel einfach. Du willst nicht, dass das Plastik sich ausdehnt, dass das, ja, Plastik einläuft, dass das Plastik aushärtet. Von daher normaler Fahrradreiniger. Alles gut. Gibt es irgendwo ein Indiz dafür, wo du sagst, okay, hier macht die Pflege des Antriebs keinen Sinn mehr, hier müssen einzelne Parts getauscht werden? Jein. Das schwächste Teil bei dem Antrieb ist das Kettenblatt, weil es das Alu ist. Sagen wir mal so, wenn das Kettenblatt so runter ist, dass es entweder die Kette verliert oder die Kette mittlerweile einläuft, das heißt, die Kette hier nicht mehr rausläuft, dann sind die Zähne so spitz geworden, dann brauche ich definitiv ein neues Kettenblatt. Je größer das Kettenblatt ist, desto länger hält es, weil einfach viel mehr Zähne in den Antrieb eingreifen. Ja, ja, dann weiß ich Bescheid, was, ja, den Antrieb betrifft. Werde auf zukünftige Pflege achten und die richtigen Dinge anwenden. Und wenn bei euch noch Fragen offen geblieben sind bei dem Thema, kommentieren oder den Service anrufen bei uns. Wir helfen euch gerne weiter und bis zum nächsten Video. Ciao. Servus.